Jetzt geht's ab. Wir sind jetzt alarmiert zu einem Gebäudebrand. Es soll wohl eine Rauchentwicklung im Treppenraum geben. Wir haben einen Anruf von einer Frau. Mehr wissen wir erstmal noch nicht. Zwei Smokies über der Brandwohnung. Die befindet sich wohl noch in der Wohnung. Okay. Also ich höre gerade über Funk, dass es jetzt auch noch weitere Anrufe gibt zu diesem Einsatz. Es gibt wohl einen Brand in einer Wohnung und Personen in Gefahr über der Brandwohnung. Die Feuerwehr Berlin ist auch alarmiert und eilt zur Einsatzstelle. Wir lassen die Feuerwehr jetzt erstmal vorfahren, weil die halt viel besser in der Lage sind, an die Einsatzstelle zu kommen. Also wir können zwar Medizin, aber wir können halt im Kern kein Feuer. Deswegen lassen wir die Profis für das Problem Feuer auch zuerst ans Feuer. Ein Großaufgebot an Rettungskräften trifft am gemeldeten Wohnhaus ein. Nikolas Schönemann und Vanessa Schirm verschaffen sich zunächst einen Überblick. Hinter uns kommt jetzt das nächste Löschfahrzeug. Das heißt, wir haben vor uns ein Löschfahrzeug, hinter uns ein Löschfahrzeug und jetzt kommen wir halt hier erstmal nicht mehr weg. Die Lebensretter rechnen mit vielen verletzten Hausbewohnern. Bei schwer Brandverletzten gehen wir immer auch davon aus, dass nicht nur die Oberfläche verbrannt und verletzt ist, sondern dass eben durch das Einatmen heißer Luft auch die Lunge von innen verletzt ist. Das plus halt die unerträglichen Schmerzen in der entsprechenden Situation, ja, sorgen dafür, dass es eigentlich nur so geht, dass man Menschen dann ins künstliche Koma versetzt. Zum einen, um die Atmung zu kontrollieren und zum anderen, um sie eben einfach aus diesem Leiden herauszuholen. Die Feuerwehr hat erste Informationen, was genau passiert ist. Wir haben einen Brand einer Wohnung im Erdgeschoss, dieses zwölfgeschossigen Wohngebäudes mit einer Verrauchung weiterer Wohnungen, die sich an den Versorgungsschächten befinden. Und Brandbekämpfung ist eingeleitet. Die ersten Bewohner verlassen das verrauchte Gebäude. Startschuss für die Arbeit von Vanessa und Nikolas. Sie sind aus der Wohnung? Nee, aus der Wohnung drüber. Okay. Okay. Wollen Sie dann einmal kurz mit uns ins Auto kommen, dass wir Sie einmal kurz untersuchen und gucken? Am besten, wir schleichen uns hier mal vorsichtig. Ich greife mit runter, nur zur Sicherheit, dass Sie nicht über die Schläuche stolpern. Ich würde tatsächlich mal das CO-Messgerät vom ELW holen. Mhm. Ja. Mit diesem Messgerät überprüfen die Sanitäter, ob bei Patienten eine Rauchvergiftung vorliegt. Tina, ich hole mir mal euer CO-Messgerät. Ja? Ja. Wir haben so ein Messgerät nicht auf dem Rettungswagen, aber bei solchen Einsätzen kommen von der Feuerwehr Fahrzeuge mit hinzu, die eben diese Messgeräte genau deswegen auch haben. So, ich habe das gerade nicht ganz mitbekommen. Sie sind jetzt einmal durch den Rauch durchgelaufen. Okay. Wie fühlen Sie sich jetzt im Moment? Geht so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich etwas auch eingeatmet habe. Also ich habe die Luft angehalten, aber... Ja, ich gucke ihn einmal ganz kurz in den Mund rein, ja? Einmal die Zunge so weit, wie es geht, rausstrecken. Okay, also sieht jetzt zuerst mal nicht aus, als wäre da irgendwie Ruß oder so im Rachen, das ist schon mal gut. Bei einem Wohnungsbrand kann das immer passieren, dass eben die Rauchgase sich weiter im Gebäude ausbreiten, je nachdem, ob entsprechende Brandschutztüren vorhanden, offen oder geschlossen sind. In unserem Fall soll wohl auch das Treppenhaus verraucht gewesen sein. Das heißt, unsere Patientin ist einmal kurz durch diesen verrauchten Bereich gegangen und hat dabei geringe Mengen an Rauchgasen eingeatmet. Bevor das Kohlenmonoxid-Messgerät zum Einsatz kommt, hört der Notfallsanitäter die Lunge der Patientin ab. Oh, das klingt soweit auch erstmal gut. Die Patientin ist natürlich ein bisschen aufgewühlt von der Situation, aber darüber hinaus klagt sie jetzt über keine großartigen Beschwerden. Sie gibt an, ein leichtes Kratzen im Hals zu haben, aber wir konnten jetzt im Rachen keine Verrußungen feststellen, keine sichtbaren Verletzungen. Zur Sicherheit checken die Sanitäter jetzt noch den Kohlenmonoxidgehalt im Blut. Eine Prozedur, die die Sanitäter im Rettungswagen nicht häufig anwenden. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den das letzte Mal im Jahr 2000 und ein Finger? Ich glaube 17 in der Hand gehabt. Also 100% Sättigung ist das? Ja. Ja, das ist ein guter Wert. Null. Traumhaft. Sehr gut. Alle Ihre Vitalwerte sind normal und auch Ihr Kohlenstoffmonoxidgehalt im Blut ist bei Null. Die Patientin ist jedoch nicht die einzige Hausbewohnerin, die die giftigen Rauchgase eingeatmet hat. Hallo, wir
Hallo. Die war in der dritten Etage und da war Aufqualm mit in der Wohnung drin. Ja, okay. Die hatte sich zwar einen Lappen, war der nass? Einen nassen Lappen haben wir ihr gesagt, vor der Nase und Mund halten. Ja. Aber der Qualm war bis oben drin. Okay. Alles gut, die gucken nach. Okay, langsam Luft durch jetzt. Kennen Sie sie? Ja, machen wir. Wir haben jetzt das Angebot von der Feuerwehr bekommen, dass wir uns mit der neuen Patientin einmal ins Löschfahrzeug setzen dürfen. Das heißt, Nico und ich trennen uns jetzt. Ich nehme das CO-Messgerät mit und gehe dann mit der jungen Dame einmal ins Löschfahrzeug. Dort ist es auch warm und wir können dort gesichert und trotzdem noch in Ruhe unsere Untersuchung durchführen. So, hast du irgendwelche Beschwerden aktuell? Also ich kann ganz normal irgendwie so einatmen. Das fällt mir irgendwie sehr schwer. Bei ihr ist das Problem, dass sie alleine zu Hause ist und total überfordert war mit der Situation. Versuch mal ein bisschen langsamer zu atmen. Wirklich langsam. Es kann nämlich sein, wenn man nicht viel zu schnell atmet, dass dann so ein Mechanismus im Körper sich einfach umdreht und der sagt, Junge, gib mir Luft. Aber wir haben viel zu viel Luft. Das heißt, versuch wirklich mal entspannt, ruhig zu atmen. Ich weiß, es ist eine super stressige Situation. Hast du noch nie erlebt in deinem Leben, ne? Alles gut, lass alles raus. Du kannst fallen. Wir können die Tür auch zumachen. Kommunikation ist in der Notfallmedizin eins unserer wichtigsten Tools. Wir müssen immer bedenken, dass Patientinnen gerade in einer Ausnahmesituation sind. Sie rufen uns oder wir kommen dazu, weil es irgendjemandem wirklich schlecht geht. Das heißt, wir versuchen sie mit unserem sicheren Auftreten und wirklich ruhiger Stimme, sie in jeder Situation zu beruhigen. Ich rufe die Huta an, ob der Hund heute Nacht dein Hund da bleiben kann. Was hast du denn für einen Hund? Ein Chihuahua. Wie alt ist der denn? Die Feuerwehr hat keine weiteren Verletzten in den Wohnungen gefunden. Das grenzt für die Berliner Lebensretter bei diesem Brand nahezu an ein Wunder. Das Feuer ist soweit gelöscht. Es sind bisher alle Personen, die bis jetzt gefunden worden sind, aus dem Haus raus. Jetzt wird einfach nur noch mal kontrolliert. Die Rettungskräfte gehen bei solchen Brandeinsätzen äußerst gewissenhaft vor. Es gibt strenge Standards, die eingehalten werden müssen. Die obligatorische Frage, die der letzte RTW. Okay, alles klar. Wir sind so lange als Rettungswagen unterstützend da, bis die Einsatzleitung sagt, dass wir nicht mehr benötigt werden. Immerhin sind wir als Rettungswagen eben auch für die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr da, die nach wie vor an der Einsatzstelle sind und sich ja durchaus bei den Löscharbeiten oder auch Nachlöscharbeiten selber verletzen könnten. Tschüss. Für die Anwohner ist außer dem Schreck erstmal nichts übrig geblieben. Alle können zurück in ihre Wohnungen und wir können auch wieder einpacken und uns einsatzbereit melden für den nächsten Alarm.